long as I got the plastic Jesus sitting on the dashboard of my car. Ich bin jetzt hier gelandet in Monticello, oder muss ich sagen Monticello. Monticello ist der Landsitz des dritten oder fünften Präsidenten Jefferson. Und Jefferson hatte hier eben sein Anwesen im paladinischen Stil. Das muss so ein besonderer architektonischer Stil sein. Ich laufe jetzt hier nachher den Weg hoch auf den Berg, wo sich dann dieses Anwesen befindet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dann kommt mal mit. Ob der Jefferson wirklich so ausgesehen hat wie diese Statue, das weiß ich natürlich nicht. Aber er ist auf jeden Fall nicht größer als ich, obwohl er Präsident war. Ich habe mir jetzt ein Ticket geholt, damit ich in den Garten überhaupt rein darf, in die Nähe des Hauses, weil es liegt auf dem Berg oben. Und wenn man in Amerika ist, und das habe ich jetzt schon gelernt an dem einen Tag, dann darf man da keine große Furcht vor den hohen Preisen haben, weil Amerika hat sehr, sehr hohe Eintrittspreise für Museen und Besuchereien. Also hier kostet das Ticket 22 Dollar, und wenn man dann eine besondere Tour möchte, dann liegt man dann schon bei 40 oder 50 Dollar. Das ist also doch erheblich. Aber wie gesagt, das Teuerste ist natürlich das hierher kommen. Insofern juckt es mich jetzt auch nicht, dann mache ich das einfach mal. Dann gehen wir mal auf die Spuren von dem Präsidenten Jefferson. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Also ich bin jetzt hier schneller gelandet, als ich eigentlich wollte, weil eigentlich finde ich es schön, so einen Berg auch zu erklimmen. Aber das ist halt der American Way, dass man eben hier dann auch noch hochgefahren wird mit diesen Bussen da drüben. Also das heißt ja, keine wertvolle Kalorien aus Versehen verschwenden durch Hochsteigen auf den Berg. Ist doch eine ordentliche Strecke, also insofern bin ich auch nicht so ganz unglücklich drüber. Der Bus ist mit dem Preis drin, und ich habe jetzt hier den Aufgang zu seinem Anwesen. Allein schon die Lage ist natürlich total privilegiert. Also diese Aussicht hier, das ist ja schon eine Drohnenhöhe über dem Land. Liegt natürlich auch, weil die Blue Ridge Mountain und Shenandoah, dieses Gebiet hier, ist natürlich auch sehr exponiert gegenüber dem flachen Land dann da unten. Ja, hier ärgert es mich jetzt natürlich besonders, dass ich nicht sehr gut Bescheid weiß über amerikanische Geschichte, weil amerikanische Geschichte kann man hier in Virginia sehr gut aufsaugen. Die findet man eben hier an allen Ecken, so wie jetzt an diesem Anwesen von Jefferson aus dem 18. Jahrhundert. Hoffe ich mal, bin mir nicht so ganz sicher. Und das war natürlich nicht sein täglicher Sitz hier, weil der war natürlich in Washington. Aber das ist nicht weit weg von hier. So, und falls sich einer von den Jüngeren hierher verirrt hat in diesen Kanal, dann eine wichtige Durchsage. Studiert nicht Geschichte, weil wenn ihr Geschichte studiert, dann werdet ihr enden wie dieser Student, der sich hier sein Geld verdient als Tourist Guide, der hier eine verschlafene Besuchergruppe, denen die amerikanische Geschichte erklären will. Aber jetzt kommen wir hier zu der eigenen Erläuterung. Das ist Monticello. Monticello kennt jeder in Amerika, aber nicht wissentlich, weil dieses Anwesen ist abgebildet in einer Münze und dem bekannten Nickel. Ja, Nickel, ich glaube, da kann man sich heute gar nichts mehr für kaufen, der ist so wenig wert. Aber Monticello, das feudale Anwesen hier, hat es leider nur bis zum Nickel geschafft. Ich finde es witzig. Ja, dieser Riesenbaum hier am höchsten Punkt dieses Berges, der müsste eigentlich echt rauem Wetter ausgesetzt sein, aber ich weiß nicht, wie stürmisch Virginia ist. Ich habe keine Ahnung von diesem Bundesland hier. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Und wie gesagt, amerikanische Geschichte ist mir nicht sehr geläufig. Dieser Werdegang von Jefferson und auch die Errungenschaften von Jefferson, die kenne ich nicht. Aber natürlich, er hat gewirkt in dieser von der Sklavenzeit geprägten Epoche und natürlich auch in der Demokratisierung nach der englischen Hoheit hier. Eben gilt er als Gründervater, ist ja einer der ganz frühen Präsidenten.
Und insofern natürlich auch als prägender Demokrat hier beweisen kann ich es nicht. Jefferson wird sehr gehuldigt, nicht nur hier, sondern wahrscheinlich in ganz Amerika, aber hier natürlich besonders, weil er natürlich aus der Gegend kam, aber auch, weil er hier sehr viel geprägt hat. Also dieses Haus anscheinend hier, dieses Gebäude, das ist im palladianischen Stil gebaut. Venedig hat sehr viel diesen Stil, der komischerweise auch noch englische Elemente haben soll, also nicht bloß italienisch. Und Jefferson selber hat hier gewirkt und mitgestaltet. Das ist ganz interessant. Und ich habe jetzt vorgestern die Universität of Virginia angeschaut. Die Universität hat so einen ganz ähnlichen Stil, diese Säulen. Und man hat fast das Gefühl, das wäre so eine Außenstelle davon. Und auch die Universität, die hat Jefferson mitgestaltet. Das war wahrscheinlich so ein hyperaktiver Typ, wahrscheinlich ADHS vielleicht sogar. Und der hat jede Menge gewirbelt. Der hat ganz viele Sachen gemacht. Und eben halt nicht nur Politik, sondern auch Architektur. Ja. Insofern macht es mich jetzt doch neugierig und ich sollte mal ein bisschen mehr über den Typen rauskriegen. Schauen wir mal nach. Irgendwann versteht man auch die Rolle von Jefferson, warum sie so wichtig ist, weil Jefferson ist der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und insofern hat er natürlich die ganz, ganz große Rolle. Also es hat er hat diese Unabhängigkeitszeit mitgemacht, auch diese Sklavendiskussion, wobei da anscheinend hat er ein relativ zwiespältiges Verhältnis, weil er kommt ja aus einer wohlhabenden Familie von sogenannten Pflanzern, also irgendwas Agrarmäßiges und die haben natürlich Sklavenarbeit als Grundlage gehabt, hatte auch selber Sklaven, war aber gegen die Versklavung und ähnlich war es auch mit den Indianern. Also das war natürlich eine Zeit, wo es nicht leicht fiel, sich in der Correctness zu positionieren. Insofern wird natürlich jetzt auch vieles so hin und her argumentiert, welche Rolle er wirklich spielte und die war natürlich auch wahrscheinlich zeitlich auch unterschiedlich, mal so und halt auch natürlich je nach Umfeld unterschiedlich Positionen. Sein Vater kam aus Wales, also hat so einen englischen Hintergrund. Ah, hier sieht man das mal ganz schön, da sieht man so die Gegend, man sieht diese erhabene Position von diesem Monticello und dieses Gebäude ist also tatsächlich wirklich direkt am höchsten Punkt hier mit dieser Rundumsicht, wenn die Bäume nicht wären, da fährt wieder das Shuttle runter, damit die Amerikaner ja nicht zu viel laufen müssen. Ja, okay. Das Gebäude ist tatsächlich Weltkulturerbe UNESCO, also insofern auch eine internationale Berühmtheit. Hier wimmelt es von Leuten, die so rumschwirren mit ihrem Guide, der ihnen dann tolle Geschichten zu Jefferson erzählt und das ist sicherlich auch so ein gewisser patriotischer Akt, den der Amerikaner hier vollzieht, wenn er auf den Spuren von Jefferson hier sich eine gemütliche Stunde macht. Wir gucken mal kurz in das Haus rein, weil von außen darf ich es ja anschauen. Bloß drinnen, da darf ich natürlich nicht. Man sieht hier die Räume, alles ganz toll restauriert. Also erhalten in dem Fall, man hat ja nichts verändern müssen, weil ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange ein Museum. Also ich habe das Gefühl, dass sogar die Scheiben hier noch aus dem Glas sind, das Original scheint. Die Zeit scheint auch stehen geblieben zu sein. Also wir haben jetzt gerade 10:30. Und hier hat er auch seinen Lebensabend verbracht und ist auch hier gestorben und begraben, soweit ich das lesen konnte. Jetzt einfach mal reinspiegeln, soweit wie ich komme. Aber dann gibt es hier wahrscheinlich eine Kontrolle. Okay, also das Ding hier wäre bei Booking.com ein echter Renner. Bei Airbnb leider nicht zu buchen. Dafür muss man ein Präsident gewesen sein in dieser Zeit. Und selbst heute kommt hier kein Joe Biden oder Donald Trump mehr.
als Mieter rein. Das ist der Rest, was von der Küche übrig blieb. Also hier ging es dann hoch zu ihrem Wohnzimmer, wo diese Witwe da gewohnt hat. Und hier hat sie dann ihre haushälterischen Dinge gemacht, wie Verpflegung und Kochen und so weiter. Ein paar Dinge sind noch gefunden worden, aber ich schätze, da gab es auch mal eine Zeit, wo man sich hier nicht drum gekümmert hat und das noch kein Museum war. Nichtsdestotrotz ist es sehr gut erhalten und ist schon so eine kleine Zeitmaschine. Natürlich versucht man den ganzen auch hier so einen Inhalt zu geben Richtung Correctness und Slavery und deswegen hat sie immer wieder solche Informationsräume, wo auch so politische Informationen dann sind und auch geschichtliche Dinge erklärt werden. Das hat man damals eigentlich schon ganz gut gemacht, dass man die Wirtschaftsräume hier doch etwas versteckt im Basement hat und die Cookrooms, weil so ein Anwesen hat natürlich auch eine ordentliche Dienerschaft gehabt und die hier auch das Ganze bewacht haben und so weiter und bewirtschaftet haben. Und das ist alles in diesem, ja, ich möchte fast sagen, in dieser unterirdischen Erscheinung, weil oben sieht man das hier nicht. Also von der Architektur her, in dieser Weitläufigkeit kann man das hier ganz gut verstecken. Und was bleibt, ist der saubere Eindruck oben vom feudalen, herrschaftlichen Repräsentativbau. Ja, da hat es die amerikanische Geschichte ja etwas leichter, weil die natürlich nicht so weit zurückblicken muss. Bei uns ist dann natürlich aufwendiger, weil man dann oft auch mittelalterliche Beziehungen dann hier darstellen muss. Alles hier aus dem 18. Jahrhundert wirkt nur sehr frisch und für uns Europäer natürlich nicht sehr altertümlich. Hier kann man nochmal ganz gut sehen, die Bewirtschaftung des ganzen Anwesens. Und hier oben dann, zwei, drei Schritte, sieht es aus, als gäbe es diesen Bewirtschaftungsbereich gar nicht. Und alles wäre nur das schöne Leben des Präsidenten. Wir steigen jetzt mal ab. Da unten hat es noch kleine Nebengebäude, wahrscheinlich alles Wirtschaftsgebäude, aber auch so kleine Pavillons wie den da unten. Die Weitläufigkeit macht es hier leicht, dass man sich sehr gut ausruhen kann und ja, hat fast was Besinnliches, was Ruhiges hier, wenn man umherwandelt. Und man kann gut verstehen, dass das natürlich eine große Leidenschaft von ihm war. Das Gebäude, das hat ihn inspiriert in Paris, als er dort Botschafter war vor seiner Präsidentschaft. Und da gab es einfach Gebäude, die haben ihn so aus dem Häuschen gebracht, dass er gesagt hat, genau so was will ich. Und das war, glaube ich, ein gewisses Hotel. Oder war es ein Rathaus? Irgend so was war es in Paris. An dem hat er sich ganz streng orientiert mit seinem Monticello. Der Name ist ja völlig unpassend für ein amerikanisches Anwesen. Aber so sind sie halt. Hat er einen Narren dran gefressen. Eine Spezialität der amerikanischen Museen ist, dass sie sehr lebendig sind. Das heißt, diese Lebendigkeit heißt nicht nur, dass es einen Führer gibt, der hier Dinge erzählt, sondern es gibt dann auch echte Schauspieler, die hier dann die Person, die diesen Ort jetzt repräsentiert, also in dem Fall wäre es Thomas Jefferson, der tritt nachher auf. Und ich habe jetzt gehört, um 12.30 Uhr soll der da oben kommen und den möchte ich mir mal anschauen. Dann gehen wir mal zu Thomas Jefferson und hören mal, was der uns noch zu erzählen hat. Und dass er uns hoffentlich nicht versetzen wird. Ich habe jetzt gerade hier eine Live-Vorstellung gehabt von dem Präsident Jefferson. Der tritt hier auf mit einer ungeheuer starken Fähigkeit, sich in die Rolle rein zu versetzen und dabei Dinge zu erzählen aus dem Leben von ihm. Und wir dürfen ihn dann Sachen fragen. Ich habe jetzt noch einen Fototermin mit Präsident Jefferson und vielleicht habe ich Glück und darf ihm eine Frage stellen. And one more, one, two, and three. Excellent. May I ask a question to Mr. President? Sure. Oh, great.
curiosity as whether that was so. I'm looking forward to that. This is amazing. They are very impressive. Thank you. Mr. President, may I ask you a question? I'm from Germany. Well, I'd be happy to engage it, but I'll tell you, let those who want to have a portrait painted first, and then we can so sit down there. Okay. I'm just going to go over in the shade. Oh, that's a good idea, yeah. It's a little heavy. President, I'm a guest from Germany. May I ask you a question, or can you tell me something? I would be absolutely delighted to see any curiosities from you, sir, and guten Tag. Guten Tag. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. And I believe you were saying that this curious contraption allows me to bid Guten Tag unto your daughters. Is that correct? Pauline and Emma. Oh, Paulina und Emma. Oh, Guten Tag, ladies. I wish you were here with your father, because I want to let you know, as I am now letting him know, that during our American Revolution, I, Thomas Jefferson, was governor of the new Commonwealth of Virginia. And it was during that time of the war that I had to preside. Well, you can imagine it was very difficult. But here's the interesting thing about where I live in Charlottesville. You know that the Kingdom of Hesse provided a support of Great Britain in waging war against America. Well, there were Hessians who were captured at the Battle of Trenton in New Jersey and at the Battle of Saratoga in New York. Nearly 4,000 collectively were brought down here into this wilderness and held as prisoners of war. Do you know that as a young man, I learned the process of inoculation, how to inoculate individuals from the smallpox against the smallpox? And so I inoculated all of our families here, and as governor of Virginia, I inoculated every single one of those Hessian prisoners of war. Well, the British discovered that I was here at Monticello one day, so they sent a corps of dragoons to come out. Dragoons are British cavalry, to capture me. Well, we learned about their advance, so I was able to escape. But when they arrived here, they burned the barns, they burned my crops, they slaughtered my livestock, but they spared my mansion house. Well, many years later, I met Lieutenant Colonel Bannister Tarleton, the British colonel who ordered that advance of the dragoons. I said, "Why did you spare the mansion house?" His reply, "Because of your civil treatment of the Hessian prisoners of war." So imagine, even in the barbarism of war, man can find some civility and good manners. Many of those Hessian soldiers married Virginia ladies, and their descendants are here throughout Virginia. So ladies, why not you travel to Virginia? I know several very delightful and good-looking Virginia gentlemen. Oh, I agree. This is lively history to you. My pleasure indeed. I must take leave, as I know you are wont to say. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you so much, Mr. President Jefferson. Pleasure. It was a pleasure to be here and to get to know you. My delight as well. We look forward to greeting you. Ich mag diese amerikanischen Museen, die einen Schauspieler aufstellen, um die Person des Museums darzustellen. Und mit denen konnte ich sprechen. Und der, den jetzt gerade hier hört im Bus, das ist der, mit dem ich jetzt vorher gesprochen habe. Das ist die gleiche Stimme. Ja, ich verlasse das Monticello jetzt wieder und hatte hier wirklich eine schöne Stunde verbracht. So, und hier nochmal zum Vergleich, denn echten Jefferson, weiß nicht, der andere fand ich, der war echter. Ja, tut mir leid. Ja, das war jetzt doch überraschend, inspirierend, vor allen Dingen was amerikanische Geschichte angeht. Und ich weiß jetzt, wer die Unabhängigkeit hier wesentlich vorangetrieben hat und gestaltet hat, das war Jefferson. Und von ihm kommt, glaube ich, der Satz, dass eben alle Menschen gleich sind. Er hat aber vorher in seiner Aufführung auch betont, dass es eigentlich nichts gibt, was er gesagt hat, was nicht vorher schon gesagt wurde.
Und er legt großen Wert darauf, dass er einer ist, der eben viel Education hat. Also das heißt, sich auskennt und Bildung, hat er immer wieder gesagt. Und dafür steht eben Jefferson hier. Das Zentrum ist sehr stark besucht und ich finde auch sehr, sehr gut gemacht. Sehr informativ, aber auch gleichzeitig auch sehr kurzweilig, sehr empfehlenswert. Ja. Hat sich gelohnt. Sehr strenge Sicherheitsvorschriften, also das heißt, das Gepäck wird hier ganz genau durchsucht und Metalldetektor und die Taschen werden auch ausgeräumt, das ist sehr wichtig. Also Sicherheit scheint hier doch schon ein bisschen nervös zu sein. Was auch interessant ist, ist, als ich gefragt habe, ob wir ein kleines Interview machen können für private Zwecke, ist das auch sehr, sehr kompliziert hier und sie haben eigentlich das grundsätzlich abgelehnt für politische und für komplizierte Fragen, weil es da eben Genehmigungen braucht. Also Genehmigung, Vorsicht, auch in USA wie bei uns in Deutschland. Das Leben wird kompliziert. Nichtsdestotrotz, es hat den Spaß hier nicht geschmälert, sondern ganz im Gegenteil, es war wunderschön hier und ich kann das nur empfehlen, wenn man hier ist, auch ein bisschen Geschichte zu machen. Die amerikanische Geschichte gibt sehr viel her und ist auch nicht von kleiner Bedeutung für Europa.